So, weiter geht's heute mit Let's Play EA Sports FC 24. Spieltag Nummer 3. So. Wir werden natürlich weiter mit unserem Gegenpressing spielen. Und ich denke mal, von der Taktik her ist es das Beste, wenn wir so spielen. So, ich will mal ganz kurz anpassen. Ich muss nämlich gucken. Team wählen. Nee, Team wählen wollte ich nicht. Trikot auch nicht ändern. Ich, wo war denn das? Taktik ansehen. Ja. Anpassen. Wieso kann ich nicht anpassen? Konzept ändern? Ist das das? Nee, auch nicht. Ja, okay. Ja, schon mal geht's nicht. Okay. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn im letzten Spiel fand die Abwehr überhaupt kein Mittel. Das war die reinste Torflut. Wir zeigen es Ihnen. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein. Und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Das gewohnte Team aus Wolf Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Und wir übertragen Ihnen eine Partie aus der MLS. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viele Sprengstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Die Gäste haben uns in den ersten beiden Spielen noch nicht so richtig überzeugt. Von den selbstgesteckten Zielen, das kann länger geben. Immer noch gefährlich. Sie wollen hier vorher sein, oder sind Sie auch genug? 0-1, 5. Minute, Chicharito! Erkennt man über so eine Kapitänsbindung. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es geht los. So. Legen wir los mit seinem achten Saisontor, Chicharito. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Espinosa. Leibold. Frage, spielen wir auf. Ja, Kansas City, genau. Tim Leibold spielt dort und spielt, glaube ich, noch ein Deutscher. Den ich jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich spiele das Team momentan bei OSM. Also beim Online-Zocker-Manager auf dem Handy. Weil die nur frei waren. Na, schade. Und okay, das muss ein bisschen aufpassen. Wenn die jetzt das Spiel verlieren, sind sie bei 3 Niederlagen. Und wir liegen ja schon wieder 1-0 vorne. Caceres. Da haben wir jetzt Platz für LA. Fajunes. Und. Die Chance für Chicharito. Den Ball hält er. Ach, schade. Ah, das war zu. Einfach. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt die Chance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Lang. Bergman. Der momentan Neuzugang Keimer deutlich verdrängt hat. Flanke geht ins Tor. Bisschen abgerutscht die Flanke. Ballverlust. Die Chance jetzt. Und es ist Ricky Busch, 1-0, 2-0. Alles gut aus für Sie. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen, das hat er klasse gemacht.
Leibold. Das könnte Geld geben. Schiedsrichterin vor allen Dingen. Gelb! Verdiente gelbe Karte. Die Ecke kommt rein. Doch ist der Ball gefährlich dahin. Aber der Konter geht sofort ab. Wir spielen dieses Gegenpressing. Cicerito. Ist das das Tor? Wir fahren auch nicht bereit. Ja, da gehen wir gerade auf Abwerden aus und wir legen das Ding nochmal quer. Chicharito, 0-3, 9. 9. Saisontor. Er kommt jetzt. So langsam. Wenn sie sie so kommen lassen in Überzahl, dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Da bist du im Gehäuse nicht los. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Klasse! Ja, der Ball ist drin, aber zählen kann der Treffer natürlich. Abseits? Ging da hoch. Ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig. Abseits. Boah, das war eng. Das war richtig eng. Okay, Schiri sagt abseits. Zwei Wechsel, 35 Minuten für die Gegner. Krass. Du hast alles richtig gemacht, wenn der Gegner jetzt schon nach 35 Minuten Doppelwechsel zieht. Ja, setzt sich schön durch. Eine Riesenchance. So, das nächste Tor. 0-4, jetzt ist es mal fertig. Push, Doppelpack. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. In dieser. Sag ja, wir wollen Meister werden vor der Saison. Ja, habe ich vor der Saison gesagt. Er sieht die Lücke, da kommt der Lupfer. Wir sind aber nochmal schön in der Wiederholung. Wir müssen sehen, zweites Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Susi. Da passt er auf. Da sind Mitspieler frei. Muss es fast sein. Sehr geht weiter. Auch das wieder. Der Keeper macht überhaupt nichts.
0-6 zur Pause. Feierabend. Also Pause. Damit vorüber. Chicharito ist heute extrem gut drauf. Da geht ja fast alles. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. So. Gucken wir mal ganz kurz in die Kabinen. Ich werde es mal ganz kurz verlaufen lassen gerade. Ja. Hätte aber ruhig weitermachen können. Ich feiere gerade diese Cutscene. So, da kannst du jetzt. Ja, ich schone gerade so ein bisschen, ne? Nur so nebenbei gerade. Ich gebe jetzt gerade mal ein bisschen den Jungen die Chance, bei einem Ligaspiel mal reinzuschnippern. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Der will jetzt auch mal irgendwann und macht das dann doch. Ceres. Lang. Der Ungar. Corona. Es wurde viel darüber Mexikaner. Wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Möglich, dass das seine letzte Karrierestation ist. Ich wünsche ihm einen tollen Abschluss. Dankbarer Ball, ungefährlich. Na, da hängt er gerade dran an dem. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Durch das Einwurf. Espinosa. Susi. Russell. Er nimmt erstmal das Tempo ein wenig raus. Geht nach innen. Und der Gegner kommt im Abschluss noch. Mal ein bisschen in den Rückraum. Wagner. Der hat doch kein Tor, glaube ich, meines Wissens, oder? Fragezeichen. Ja, er ist halt kein Stürmer, er ist halt Außenverteidiger.
Jovic. Das ist ein vielversprechender Pass. Oh Gott. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Ah, geht vorbei. Gut abgeblockt. Gut abgeklärt, Giorgio Kenny. Jesus Corona. Super Pass. Die Chance lebt noch. Kein Abseits. Ah, ja, da fehlt einiges. Oh, was sind das denn für Bälle? Jetzt haben wir es! Jetzt ist er besser in Position, aber er kann ihn wieder nicht nutzen. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt die Ecke. Jetzt wird das frühe Stürmen so perfekt eingesetzt. Dann wird es eng. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Eieieiei. Leg aber gerade auch Chancen zu. Ich hau dir aber gerade Chancen weg. Gut, wir führen deutlich, aber trotzdem. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Kann sich keiner beschweren. Freistoß. Handspiel? Fragezeichen? Lang. Guck mal. Andrea Ayu. Riesenchance. Jetzt macht er aber. Der dritte ist dann drin. Ich bekomme es nicht hin, ich da immer noch fällt einer irgendwo durch. Zu spät kommt, das wissen Sie auch. Es hätte Ihnen früher gelingen müssen. Wir sehen die Wiederholung dieses Tors. Reißt nicht leicht, da am Ball zu bleiben. Setzt sich aber schön durch und drin ist der Ball. Wenn keiner mitgeht und keiner dran will, dann machen wir es halt so. Schon wieder so mega hohes Ergebnis. Können wir schon mal festhalten.
3 Minuten beträgt die Nachspielzeit. Leibold. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Herr Peter. So, kann man ja noch den ersten Elfmeter parieren. Gut gemacht, der kann hier verhandeln. Leider, nein. Elfmeter in der Wiederholung, bleibt hier in der Mitte stehen. Wenn das klappt, ist es eine tolle Parade. Wenn, so ist es eben ein Tor. So, wir haben einen Schuss. Pause. Ende. Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Heute ist es also ein Sieg geworden. Sieht erstmal alles gut aus, aber insgesamt müssen wir schon sagen, Luft nach oben, vor allem was das Spielerische angeht, war jetzt ja alles in allem nicht ganz der Saisonstart. Doch, gehen wir die Interviews mal nach dem Spiel. So. So, dann haben wir das auch. Thank you for your time. So, gut, gucken wir mal kurz die Nachrichten. Was? Wer hat nicht profitiert? Auf die Leistung. Dann machen wir das so. Gut, der. Oh, wir haben schon 22 Saisontore und 3 Spielen. Alter, wir müssen es auf jeden Fall definitiv irgendwie mal anpassen. Nochmal. Das kann die so weiter. Ich kann hier nicht nach 10 Spielen 100 Tore haben oder so. Das ist ein bisschen unrealistisch. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ich spiele schon Weltklasse. So. KI-Schieberei brauche ich jetzt nicht, visuell. So, warte mal.
Irgendwas war gerade. Wo waren wir denn? Ich stelle die Gegner mal hoch auf 70. Da mal runter auf 30. Ich stelle die Gegner mal ein bisschen stärker. Wie gesagt, ich möchte gerne dem Gegner, ich spiele Weltklasse, ne? Nochmal, das ist es halt. Vielleicht hilft es ja dann irgendwie so ein bisschen. Obwohl, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Das werde ich dann quasi im. Mal gucken, im nächsten Spiel. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall bei EFC 24 zum nächsten Match.